Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du eingeschaltet hast. Mentale und innerliche Stärke zurückgewinnen, das ist mein heutiges Thema. Denn wir wissen ja alle, mentale Stärke ist das A und O, um im Beruf erfolgreich zu sein. Aber mentale Stärke besteht eben aus verschiedenen Zutaten. Und welche das sind, das bespreche ich heute mit Chris Wende im Interview. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo Chris, herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit. Schön, dass du bei uns bist. Hallo Jana, danke, dass ich da sein darf. Wir haben ein super Thema oder du hast ein tolles Thema mitgebracht: mentale und innerliche Stärke zurückgewinnen. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wer du bist, was du machst, was du gelernt hast und wie du dazu gekommen bist. Sehr, sehr gern, sehr, sehr gern. Genau, mein Name ist Chris Wende. Ich bin Berater, Trainer. Du hast ja gesagt, auch ne, mentale Stärke, Performance, Stressreduktion und ja, unterstütze dabei Unternehmer, Selbstständige, genau das, ne, bei sich im Leben zu implementieren, also den Stress zu reduzieren, aber auch mehr Zeit zu gewinnen für sich. Und wie ich dazu gekommen bin, ist wirklich so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte herausgewachsen. Also bei mir hat die ja, Reise, will ich einfach mal sagen, 2013 begonnen. Da habe ich mir den Kiefer gebrochen. Ne, und beim Röntgen des Kieferbruchs ist eine Zyste entdeckt worden im rechten Oberkiefer. Und das war eine tumorartige, also perspektivisch. Wenn die vielleicht nicht entdeckt worden wäre, hätte auch Krebs daraus entstehen können. Und das war so betrachtet Glück im Unglück, dass sie entdeckt wurde. Die wurde dann entfernt. Aber bei der zweiten Kontrolle wurde festgestellt, dass die nachgewachsen ist. Dann haben die Ärzte gemerkt, okay, wir haben bei der ersten OP nicht genug Gewebe entfernt und waren dann bei der zweiten Operation umso großzügiger. Und da ist dann so ein großes Loch entstanden, dass es nicht von alleine zuwachsen konnte. Also der Körper konnte es nicht von alleine kompensieren. Die Folge waren dann im Jahr 2014 fünf OPs in einem Jahr, um den Kiefer wirklich zu rekonstruieren sozusagen. Und das war dann wirklich mit allem drum und dran, Vollnarkose, dann ja, gerade wieder gewartet, bis es wieder verheilt ist, nächste OP und so weiter. Und fast auch das ganze Jahr flüssig nach, um das besser heilen lassen zu können im Mund. Habe dann noch 10 Kilo abgenommen. Und da hat auch schon das Thema so mentale Stärke ein bisschen bei mir angefangen, weil ich habe 2 Jahre davor angefangen, mich mit so persönlicher Entwicklung zu beschäftigen und habe mir immer wieder vorgestellt, wie es sein wird, wenn die OPs vorbei sind, dass ich dann wieder fit bin, dass dann wieder alles gut ist. Aber leider war es nicht so. Also nach den 5 Operationen war ich dann dauermüde, schlapp, habe mich wirklich so gefühlt, als wäre ich 3 Tage am Stück wach und hätte nicht geschlafen. Jederzeit so das Gefühl, schlafen zu können und für nichts zu gebrauchen, so ein bisschen. Bin dann zu allen möglichen Ärzten gegangen, die haben mich schon untersucht auf alles Mögliche, Schlaf, Blut, Sauerstoff, alle, also wirklich gefühlt 1000 Werte getestet, aber haben nichts gefunden. Also der Arzt hat bei der Untersuchung, bei der letzten zu mir gesagt, Herr Wende, alle Werte sind normal, alles sieht gut aus, Sie haben nichts, finden Sie sich mit dem Zustand ab. Ja, und ich dachte mir so, super, ja, dachte auch im ersten Moment, es ist ein Scherz, aber leider war es ernst gemeint. Aber ich, und ich denke, es geht den meisten so, wollte das nicht in dem Moment, mich damit abfinden und habe dann, also damals dachte ich durch Zufall, mittlerweile glaube ich nicht mehr so an Zufälle, eine Heilpraktikerin kennengelernt und die hat mich dann mit einer alternativen Methode untersucht, ne, und hat dann sofort festgestellt, dass ich eine chronische Nebennierenentzündung hatte. Und das war halt, also Reaktion des Körpers auf viel Stress. Bei mir war es zu viel Stress und zu wenig Zeit. Also die 5 Operationen in einem Jahr waren rückblickend viel zu viel. Und ich habe dann auch durch die Diagnose von der Heilpraktikerin eine Ernährungsumstellung empfohlen bekommen, Weiterbildung, Bücher, Seminare zum Thema körperliche, mentale Energie steigern. Habe auch in dem Bereich dann ein Studium gemacht, oder begonnen, ne, habe dann viel ausprobiert. Manches hat natürlich auch nicht geklappt, aber irgendwann habe ich die Erkrankung überwunden. Und das Spannende war dann, dass ich gemerkt habe, dass ich viel, viel mehr Energie hatte mit dem ganzen Wissen, was ich mir aneignen musste, um aus dem Loch rauszukommen, als vor dem Kieferbruch. Und vor dem Kieferbruch war ich Soldat, habe 5, 6 Mal die Woche trainiert. Äußerlich hätte jeder gesagt, fit, aber war vielleicht wirklich bei 40% des Energieniveaus. Und das haben dann auch Bekannte in meinem Umkreis gemerkt. Ich hatte immer schon Unternehmer, Selbstständige, auch im Freundeskreis. Und die haben mich gefragt, hey Chris, du hast noch viel mehr Energie als davor. Was hast du gemacht? Ich habe dann mein Wissen geteilt, habe dann wirklich einfach ja, Tipps und Tools mitgegeben und die konnten davon partizipieren. Ich habe gemerkt, hey, ich kann da Mehrwert stiften. Habe dann auch noch meinen Lehrer für mentale Fitnessausbildung gemacht, Berater für Stressmanagement. Und weil ich auch zwischen den OPs gemerkt habe, wie wichtig das Thema Zeit ist und dass wir nicht wissen, wie viel wir noch haben, auch wenn es kein so schönes Thema ist, aber für mich war es da teilweise präsent. Habe in einen Berater, Coach investiert für Zeitmanagement, Produktivität, einer der bekanntesten in Europa, habe mich da coachen lassen, mentoren lassen und habe das dann so ein Konzept gepackt in ein
Training in ein Programm, wo ich damit jetzt ganzheitlich sozusagen Unternehmer, Selbstständige unterstütze, wirklich im Business erfolgreich zu sein, aber dabei auch das zu genießen, dabei auch Freude zu haben und Zeit zu haben und ja, auch abschalten zu können, weil auch das ist ja, ne, gehört ja auch ein bisschen so zu mentaler Stärke mit dazu, wirklich da das trennen zu können, wirklich dann wieder aufzuladen. Und ja, so hat sich das entwickelt. Mittlerweile darf ich das seit 6 Jahren machen und bin rückblickend, auch wenn es vielleicht ein bisschen paradox klingt, ne, dankbar, all das so durchlebt zu haben mit der ganzen Geschichte, weil jetzt was daraus entstehen konnte. Das ist Wahnsinn, weil die Geschichten sind eigentlich immer ähnlich. Also egal, wie man hat, es geht meistens mit einer Krankheit los oder mit einem Unfall. Das heißt, bei dir geht es um Selbstführung, um mentale Stärke, um Motivation, Selbstbewusstsein. Das ist aber, sage ich mal, auch ein Thema, was schon seit Jahren durch diese ganze Coaching- und Trainerszene, wir haben ja beide im Sportbereich gelernt, da durchgejagt und durchgetrieben wird. Ist denn der Bedarf tatsächlich so hoch und was sind das so für Leute, die zu dir kommen? Also der Bedarf wird immer höher, weil wir heutzutage wirklich mit der Digitalisierung immer mehr in die Lage kommen oder in ja, uns dazu verpflichtet fühlen, teilweise auch immer erreichbar zu sein, immer wirklich zu performen, immer wirklich da zu sein, perfekt zu sein, wie vielleicht manche sagen würden, ich muss perfekt sein, man darf keine Fehler machen. Und dass dann immer weiter wirklich das kommt, dass man ja wirklich nicht mehr abschaltet, wirklich sagt, hey, ich habe noch nicht genug gemacht, da geht noch mehr. Na, und dass das immer wieder dazu führt, dass die Leute, ich meine, da gibt es ja auch genug Statistiken, Studien, dass wirklich die Burnout-Raten oder die wirklich Erkrankungen, die auch wirklich mental ihren Ursprung haben, immer mehr werden, weil die Leute wirklich sich dazu verpflichtet fühlen, zu performen und auch gar nicht mehr so richtig erlauben, selber bis wirklich abzuschalten. Meistens ist da auch mit verbunden, ja, ich kann erst später, wenn ich das erreicht habe, Pause machen und dann kommt aber, wenn das erreicht ist, wieder etwas, was erledigt werden muss. Und so zieht das wirklich so seine Kreise und deswegen kommen wirklich Unternehmer zu mir, die gestresst sind, die wirklich merken, hey, ich habe so viel Workload und kann gar nicht mehr richtig abschalten. Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich geschafft, habe irgendwie keine Energie mehr, um die mit meiner Familie zu verbringen, um wirklich da Quality Time mit meiner Frau, meinem Mann oder auch meinen Kindern zu verbringen. Oder aber auch Unternehmer, die merken, dass die Aufgaben, die sie haben, sich immer mehr türmen, ne, und dass sie irgendwie das Gefühl haben, dass der Tag 36 Stunden haben könnte. Und dass wir da halt auch schauen, wie können wir Prozesse effizienter machen, wie können wir den Fokus erhöhen. Das ist ja auch so, ne, mental, die Aufmerksamkeitsspanne, die nimmt auch immer mehr ab heutzutage. Also auch da konkurrieren wir Menschen langsam mit dem Goldfisch, was das angeht. Ne, so 6 bis 7 Sekunden, dass wir uns wirklich 100% konzentrieren. Ja, das ist noch viel. Ich habe jetzt mal gelesen, 3 bis 4 bloß noch. Ja, dann ist das, geht in die Richtung. Genau, ne, und das ist also, sind auch Themen, wo Unternehmer zu mir kommen, aber auch Umsetzung, ne, also dass die merken, okay, ich schiebe manchmal Dinge, weil mir irgendwie alles zu viel wird, ne, weil ich merke, ich bin irgendwie überfordert und weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll und dass da so eine gewisse Starre auch ab und zu eine Rolle spielt, dass sie gar nicht mehr so richtig umsetzen, obwohl sie wissen, was eigentlich die Schritte wären, um ihre Ziele zu erreichen. Und da spielt natürlich auch die mentale Stärke beziehungsweise auch Gedanken, ne, eine Rolle, wo manchmal Gedanken einfach unbewusst auch mitschwingen, die dafür sorgen, dass Leute Dinge nicht umsetzen, wo sie wissen, dass sie voranbringen, weil sie Gedanken haben wie, ja, ich habe das noch nicht verdient oder bin ich gut genug. Aber das ist nochmal eine andere Komponente. Der Druck von außen natürlich auch extrem wächst. Also wir leben ja in einer völligen Ellenbogengesellschaft. Der Druck ist enorm. Jeder will natürlich der Beste sein. Man muss auch irgendwie der Beste sein, um voranzukommen. Und dann sind natürlich dann noch viele Ansprüche. Das heißt, du musst eigentlich noch wirklich auch gut aussehen. Du musst jung sein, die Erfahrung von den 16-Jährigen haben. Als Frau möchtest du noch Kinder und Familie haben, weil sonst giltst du als egoistisch. Solltest aber trotzdem noch möglichst viel Zeit haben und deinen Job zu 100% lieben und ausüben können. Also ist ja auch, finde ich, schon so auch ein gesellschaftliches Problem eigentlich, dass das ja von vornherein schon vorausgesetzt wird. Und was ja auch heute... ich habe auch später noch mal eine Ausbildung gemacht. Du hast auch erst eine Ausbildung gemacht. Da war das ja zum Beispiel eben auch so, ne? Dass das einfach schon vorausgesetzt wird. Und dass eben dieses Teamworking, dieses so extrem gepusht wird. Ich finde, das hat teilweise schon auch in vielen Unternehmen so was Sektenartiges.
Und das finde ich schon ja, sehr bedenklich, dass ja unsere jungen Leute dann eben auch so erzogen werden, eben auch so rangezogen werden, ne? Da gibt es ja dann eben auch nichts anderes mehr als eben nur dieses Unternehmen. Absolut, ja. Was ich auch, wie du schon selber sagst, ne, wo die Entwicklung so hingeht, dass immer mehr auch ja, schon jungen Menschen oder generell so in der Gesellschaft eingepflanzt wird, du bist nur was wert, wenn du was, ne, Großartiges leistest. Ne? Genau. Also, dass man auch das halt trennt, ne, dass man nicht irgendwie nur erst was wert ist, wenn man, keine Ahnung, wenn es jetzt bei Unternehmern vielleicht darum geht, Umsatz XYZ erreicht hat. Ne? Wenn du den Umsatz vorgenommen hast, hast du nicht erreicht, bist du schlecht. Oder du hast den Umsatz vorgenommen, hast nicht erreicht, ne, bist du nicht gut genug. Dass man das wirklich auseinander nimmt und sich bewusst macht, dass ja, man nicht seine Ergebnisse ist letztlich. Ne? Also dass das der Selbstwert nichts damit zu tun hat. Ne? Und dass man da auch wirklich immer mehr reingeht, Ergebnisse, die man hat, wenn es vielleicht welche sind, die man nicht haben wollte, wirklich neutral als Feedback sieht. Einfach als Rückmeldung und schon schauen kann, hey, was habe ich bisher gemacht, um das Ziel zu erreichen, was hat funktioniert? Was habe ich bisher gemacht, um das Ziel zu erreichen? Was hat nicht funktioniert? Bei dem, was hat nicht funktioniert, wie kann ich da Erkenntnisse daraus gewinnen und das anpassen und korrigieren? Also auch das ist ja oftmals ein Thema, das dann, also nicht nur bei Unternehmern, generell wir Menschen, ne, dazu irgendwie neigen, uns selbst schlecht zuzureden. Also selbst wenn irgendwas nicht funktioniert, hey, warum habe ich das wieder nicht hinbekommen? Was stimmt nicht mit mir oder warum ist das so? Was auch immer. Ne? Also diese Gespräche, wo man da mit sich selbst wirklich so ins Negative geht und dann ja in so eine Abwärtsspirale gerät. Ne? Aber auch da kann man sich immer wieder fragen, okay, ist das funktional? Also bringt mich das voran? Ne? Also ändert das jetzt was in den Ergebnissen oder nicht? Also auch da, wenn man sich fragt, warum ist das bei mir noch nicht so? Der Verstand wird immer wieder, wenn man ihm Fragen gibt, Antworten finden. Ne? Unser Verstand ist da wirklich wie so eine Suchmaschine und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, was gibst du da ein in die Suchmaschine? Und wenn du sagst, warum habe ich das noch nicht, dann wird dein Verstand dir Gründe bringen. Aber meistens stimmen die Gründe auch gar nicht 100%. Ne? Und die ändern nichts am Ergebnis. Also da ist es viel, viel funktionaler, würde ich es einfach mal nennen, sich Fragen zu stellen wie, was brauche ich dazu für mich, dass ich das erreiche? Weil dann bringt der Verstand auch Dinge hervor, aber die sind wie so eine Anleitung für das Ergebnis. Also dahin, die Schritte. Ja, und dann halt klar immer diese Sucht nach Anerkennung, weil man es eben so gelernt hat, weil man wird ja immer nur gelobt, wenn man was Tolles gemacht hat. Und wenn man diese Anerkennung dann nicht mehr kriegt, weil man vielleicht eben selbstständig ist und meistens auch erstmal alleine anfängt, dann fällt man ja schon relativ in so ein schnelles Loch, gerade wenn man so ein Alleinkämpfer ist. Und man sagt ja immer, mentale Stärke ist das A und O für Erfolg. Ist das nicht etwas zu kurz gedacht? Also gehören dazu nie immer mehrere Komponente? Definitiv, also ne, es sind viele Komponenten, auch Lernbereitschaft, dann auch wirklich sich von außen ja, Leute dazu zu holen, wirklich Hilfe anzunehmen bzw. Unterstützung. Aber letztlich ne, ist es immer wieder also, ne, ein Kern, mental stark zu sein und zu wissen, dass man sich nicht von äußeren Faktoren abhängig macht. Weil letztlich ist es so, wenn man seine Motivation, aber auch sein Glück von äußeren Faktoren abhängig macht, dann ist man wirklich wie so ein Ballon im Wind, ne, der immer wieder von äußeren Umständen hin und her geschoben werden kann. Aber wichtig ist es da wirklich so eine Stärke und auch einen Selbstwert aufzubauen, wirklich da von außen sozusagen nicht abhängig zu sein. Selber zu wissen, hey, was kann ich, warum will ich das eigentlich machen, was will ich damit bewirken, was will ich damit auch für andere sozusagen für Mehrwert stiften und wieso bin ich da eigentlich losgegangen. Und auch wirklich zu schauen, das sehe ich auch immer wieder bei Unternehmern und Selbstständigen vor unserer Zusammenarbeit, dass die Ziele, die man sich steckt, oftmals nicht die eigenen sind. Also da auch zu schauen, hey, was will ich eigentlich wirklich? Weil auch da, du hast es ja vorhin angesprochen, das Thema Gesellschaft. Ne, man kriegt von außen so ein bisschen gespiegelt, ja, wenn du nur dich selbstständig machst, sollst du das erreichen oder das ist ein gutes Business oder das ist eine gute Gelegenheit und so weiter. Und dann springen auch manchmal welche auf einen Zug, nur weil sie von außen irgendwie mitbekommen haben, hey, das könnte gut sein oder da kann ich viel Geld machen. Na, aber dass das dann auch dazu führt, dass sie da nicht glücklich werden, beziehungsweise auch nicht wirklich hundertprozentig vielleicht da umsetzen, weil es nicht wirklich von ihnen kommt. Na, also da auch zu schauen, was willst du eigentlich wirklich, ist auch ein großer Part, den wir mit der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmern auch, also ne, am Start sozusagen der Zusammenarbeit machen. Wo willst du eigentlich wirklich hin und was ja, sorgt dafür, dass du Dinge umsetzt? Ohne dass du dich eigentlich groß motivieren musst. Ne? Weil Motivation ist letztlich was, was dich starten lässt, aber Disziplin und wirklich diese Inspiration und Neugier, was zu erschaffen, was dich wirklich von innen heraus antreibt,
ist das, was langanhaltend sozusagen für die Umsetzung sorgt. Man sagt ja immer, 100% geben ist nicht schwer, aber 100% halten, das macht letzten Endes auch den Erfolg aus. Wo liegt denn so aus deiner Sicht der Unterschied zwischen Menschen, die jetzt Erfolg haben und diejenigen, die scheitern? Ist es wirklich nur so der eigene Gedanke? Ja, oftmals beginnt es dort. Ja, also dass wirklich die eigenen Gedanken dafür sorgen, dass man im Außen dann Dinge tut oder unterlässt, die einem sich so ein bisschen selber sabotieren. Also es ist gar nicht so ein bewusster Prozess oftmals, aber unbewusst nimmt man dann vielleicht manchmal, wenn es einem nicht so gut geht und man denkt, ja, ich habe jetzt gerade nicht so wirklich die Motivation dazu, nicht den Hörer in die Hand, wenn es jetzt um Kunden geht oder setzt andere Dinge nicht um. Und das sorgt dann dafür, dass das, was vielleicht im Kopf gedanklich erstmal aufkommt, wie, ja, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ob ich bereit dafür bin, ob ich das schaffen kann, sich auch im Außen sozusagen bewahrheitet. Und dann sagt der Verstand wieder, ja gut, war ja klar, dass das nichts für mich sein kann, ne, oder dass das nicht hinhaut. Und da ist es halt wirklich wichtig, immer wieder da auch hinzuschauen, was sind die Gedanken, woher kommen die? Ne, das machen wir auch mit unseren Kunden oftmals. Und wie kann ich die ändern? Also es ist letztlich auch da, dass man Muster, Gedanken auch immer wieder überprüfen kann. Wie komme ich eigentlich dazu? Auch hier kleine Geschichte vielleicht von mir persönlich. Ne? Bei mir war es früher so, dass ich zum Gymnasiumzeit immer wieder von mir selber gedacht habe, ja, ich bin nicht der Typ, der vor Leuten redet, der präsentiert, der Vorträge hält und so weiter. Und war auch ziemlich introvertiert als Kind. Und da war es dann ziemlich einfach, mir das zu beweisen. Also mir zu beweisen, dass ich nicht der Typ bin, weil ich gar nichts versucht habe, das zu ändern. Und dann, wenn ich wieder mich irgendwie getraut habe, mal vor die Klasse zu gehen, jetzt als Beispiel, dann hat es wieder nicht funktioniert. Und dann hat mir mein Verstand wieder gesagt, war ja klar, du bist einfach nicht der Typ dafür. Und das ist auch, dass Menschen oftmals diesen Status quo, auch da kann sich jeder einfach mal selber hinterfragen, habe ich irgendwelche Gedanken, wo ich mich in eine Schublade packe, wo ich sage, ich bin nicht der Typ dafür, sozusagen akzeptieren. Und bei mir war es so, dass ich mir dann auch von außen jemanden dazugeholt habe, der einfach draufgeschaut hat. Also woher kommt das überhaupt? Wie kommst du zu dem Gedanken? Und oftmals ist das eine Geschichte, die wir uns erzählen, die wir irgendwann mal geschlussfolgert haben aus irgendeiner Situation von vor vielen Jahren, die dann sozusagen sich immer wieder bestätigt und da dafür sorgt, dass wir auch da wirklich drin glauben und das für uns als gegeben hinnehmen. Und deswegen ist das auch so ein zentraler Punkt, einfach an seiner mentalen Entwicklung zu arbeiten und da immer wieder zu hinterfragen, ist das alles so, wie ich das sehe oder kann ich daran was ändern? Und deswegen ist das auch, dass die Erfolgreichen immer wieder auch dahinschauen, also immer wieder sich hinterfragen oder von außen hinterfragen lassen und immer wieder nach eigener Entwicklung da schauen und da auch immer wieder für sich wissen, es liegt an mir sozusagen, also auch da so in die Eigenverantwortung zu gehen. Also auch da, um auf deine Frage vielleicht auch diesbezüglich zu antworten, ist, dass die irgendwann aufgeben oder sagen, hey, das ist nichts für mich mit der Selbstständigkeit, auch immer wieder für sich da nicht wirklich weitergehen oder sagen, okay, das ist halt jetzt so. Und deswegen ist es da auch immer wieder wichtig, weiterzumachen. Und das ist ja der Kernpunkt, etwas zu haben, wofür es sich lohnt, auch mal Herausforderungen auf sich zu nehmen. Also ich habe auch selber mit Kunden schon zig Male Visionen einfach aufgebaut, die emotional so aufgeladen sind und wirklich für sich, also die wollen das von sich sozusagen erreichen, dass sie da bereit sind, auch mal herausfordernde Zeiten in Kauf zu nehmen oder auch mal Dinge zu tun, wo sie vielleicht keine Lust drauf haben. Weil letztlich Unternehmertum, Selbstständigkeit macht man, weil man eine Tätigkeit hat, wo man Lust drauf hat und wo man Mehrwert stiften kann. Aber damit einhergehen sind ja oftmals auch Dinge, die vielleicht manchmal nicht so zu den Lieblingsaufgaben gehören. Wer das eine liebt, muss das andere mögen. Genau. Und dass man dann einfach sagt, hey, ich mache es trotzdem, weil ich weiß, was letztendlich dabei rauskommt. Na, ist ja genauso, du hast vorhin auch gesagt, wir haben so ein bisschen sportlichen, ähnlichen Background. Ist ja auch beim Sport so. Auch da ist es nicht so, dass du bei jeder Sporteinheit Lust hast. Aber wenn du da wirklich ein Ziel hast, wo du sagst, okay, da habe ich Lust drauf, dann weißt du, okay, das mache ich trotzdem. Ich gehe den einen Step, weil ich weiß, was dann dabei rauskommt. Und genauso ist es auch im Unternehmertum. Einer meiner Mentoren hat mal vor vielen Jahren zu mir gesagt oder mir eine Geschichte erzählt, die ich da auch sehr treffend finde. Er wurde mal als kleines Kind von seiner Mutter aufgefordert, den Geschirrspüler auszuräumen. Und dann hat er gesagt, ich habe keine Lust drauf. Und dann hat sie gesagt, ja, ist okay. Das Gute ist, du brauchst keine Lust haben, du kannst es trotzdem machen.
Also, dass das so eine gewisse Balance ist, soll jetzt nicht heißen, dass man sich immer zu irgendwas zwingen muss. Mhm. Auch da darf man wirklich selber reflektieren, wie ist gerade meine Energie, habe ich vielleicht zu wenig Pause gemacht und so weiter. Aber dass man auch mal bereit ist, vielleicht neue Wege zu gehen oder sich mit technischen Dingen auszusetzen, die man bisher noch nicht gemacht hat, weil man weiß, okay, das gehört einfach dazu. Hm. Und wenn man es wirklich gar nicht mag, sollte man sich die Frage stellen, ob es das Richtige ist. Definitiv, definitiv, genau. Das ist wieder der erste Punkt. Wieso habe ich es gestartet und ist es überhaupt meins? Ja, vor allem auch mal so hinterfragen, was war eigentlich mein Ziel, als ich angefangen habe? Mhm. Und was ist mittlerweile draus geworden? Das ist eigentlich auch immer ganz interessant. Ja. Und was ich immer sehe, ist, dass gerade komischerweise unsere Generation oft eben dieses fehlende Selbstbewusstsein haben. Dass sie eben auch denken, die können Dinge nie. Und bei jüngeren Leuten merke ich aber immer wieder, dass auch diese Selbstüberschätzung dann kommt. Mhm. Also dass die sich dann Sachen vornehmen, wo ich denke, also völlig utopisch. und damit sich natürlich auch ein Stück weit kaputt machen. Ne? Also wie kann man denn lernen, sich, sage ich mal, gut selbst zu reflektieren? Oder selbst, also das ist, glaube ich, auch etwas, was uns ganz schwer fällt, um selbst richtig einzuschätzen mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen. Mhm. Ja. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, auch dass nicht nur, das haben wir jetzt, ich meine, wir haben gerade Januar, ne? Viele nehmen das so als Jahreswechsel, als Ritual, wirklich mal so das Jahr ein bisschen zu reflektieren, das nächste Jahr, also ne, bei denen, die gut sind, wirklich detailliert zu planen, aber das auch wirklich so auf regelmäßiger Basis zu machen, also wirklich zu schauen, ne, was wollte ich diese Woche erreichen, was waren vielleicht, also auch da kann ich als Faustregel, ne, das hat sich bei unseren Kunden wirklich gut mit integriert, schauen die drei wichtigsten Dinge, dass man wirklich drei wichtige Dinge für die Woche bestimmt, die man umsetzen möchte als Endziel sozusagen für die Woche, dass man da schaut, okay, habe ich das erreicht, wenn ja, gut, passt, wenn nicht, warum nicht, was hat noch nicht funktioniert, aber auch für die Selbsteinschätzung ist es auch da mal ganz, ganz wichtig zu schauen, wie waren eigentlich die letzten Jahre, also wie habe ich mich da entwickelt. Weil das, was du auch sagtest, dass manche sich zu wenig zutrauen, dass sie aber auch wirklich gar nicht hinschauen, was habe ich eigentlich gelernt? Also was ist eigentlich auch in Hürden für eine Lehre gewesen oder eine Erkenntnis? Also eine Übung, die auch meine Kunden immer wieder regelmäßig eigentlich für sich machen, ist wirklich mal erstens zu schauen, was habe ich bisher eigentlich in mich investiert? Also zeitlich, aber auch monetär, welche Weiterbildung habe ich gemacht, Trainings, Seminare und so weiter, um da mal wirklich so einen Überblick zu haben, weil auch das vergessen wir oftmals, was ist eigentlich da alles reingegangen an Gedankenkraft, an Energie, an Zeit. Dann auch mal zu schauen, was waren in der Vergangenheit Hürden, die man überwunden hat, also welche Herausforderungen hatte man, sei es jetzt gesundheitlich, mental, beruflich, was auch immer, also wie jetzt bei mir die Geschichte zum Beispiel, und da auch zu schauen, welche Erkenntnisse hat man daraus gewonnen. Auch wenn es vielleicht in dem Moment gar nicht so offensichtlich war. Also welche Fähigkeiten musste man daraus entwickeln und die bringen einem jetzt immer noch was, obwohl man sie vielleicht jetzt mittlerweile als selbstverständlich sieht. Mhm. Dann mal zu schauen, was zeichnet einen denn selber als Person aus? Also was sind Dinge, die einen einzigartig machen? Also sowas wie eine Zielstrebigkeit, Loyalität, Energie, Empathie und so weiter. Bei diesem Part würde ich auch empfehlen, Außenstehende einfach mal zu fragen, weil oftmals ist es so, Dinge, die man selber gut kann, immer so als selbstverständlich. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der 4-5 Mal die Woche zum Sport geht, ist es für mich normal. Aber wenn jemand von außen das sieht, sagt er, hey, ich hätte gerne deine Disziplin. Und da auch wirklich mal das Umfeld zu fragen, was würdest du sagen, zeichnet mich aus? Na, was ist vielleicht eine Eigenschaft, die du ja da gut findest? Na, das mal zu fragen und dann noch zu schauen, welche Erfolge hatte ich bisher, ne, beruflich und privat, und welche Erfolge hatten auch andere durch mich, auch beruflich und privat, und das auch mal alles aufzuschreiben. Also habe ich einem Kollegen zur Seite gestanden, Rat gegeben und so weiter. Na, und da wirklich diese 4 Quadranten, will ich es einfach mal nennen, wirklich sich Zeit zu nehmen und mal auszuarbeiten. Und da wird man viel, viel mehr sehen, als einem immer so wieder bewusst ist. Na, und dass man dann schon erkennt, hey, ich kann Dinge umsetzen. Ich kann auch viel mehr lernen, als ich mir immer wieder bewusst mache. Na, ich sage immer wieder selber, man ist schon jetzt gut und man kann viel, viel mehr lernen in kurzer Zeit, als man denkt. Na, und dass man das auch nicht unterschätzt als Mensch, wenn man so ein Ziel hat, wo man auch hin möchte. Na, und das ist auch so wirklich so ein Tool, wo man wirklich den eigenen Selbstwert erkennen kann. Und das, was du auch vorhin angesprochen hattest, ne, dass immer mehr so ein bisschen das in die Richtung geht, ja, ich weiß nicht, ob ich was hinkriege und so weiter, ne, ist ja auch so, dass dann oftmals, ja, du darfst das nicht, ne, das ist zu unsicher und so weiter.
ne, das ist ja oftmals auch Gedanken, die mitgegeben werden, so ein bisschen von den Eltern. Mhm. Und die haben es auch von der vorherigen Generation und so weiter und so weiter. Aber auch da, dass man das auch so ein bisschen hinterfragt. Und halt auch da wieder die Perspektive anerkennt der anderen, aber sich bewusst macht, hey, es muss nicht meine sein. Also das ist auch das. Naja, und vor allem die Dinge überhaupt erstmal umzusetzen. Also ich kenne wirklich viele, die gehen von Lehrgang, zu Workshop, zur Weiterbildung, zum Lehrgang. Also die haben eigentlich gefühlt jeden Monat irgendwelche Seminare, Workshops. Aber im Grunde genommen beschäftigen sie sich damit eigentlich gar nicht. Ja. Also das ist dann wie so ein Zertifikate-Sammeln. Und wenn man dann sieht, was die schon alles gemacht haben, ja, toll, aber sie haben eigentlich nichts davon umgesetzt. Mhm. Absolut gar nichts. Ja. Das ist einfach so, ich habe so das Gefühl, so fürs eigene Ego. Aber schade, dass es dann eigentlich so verpufft und sie es für sich selber überhaupt gar nicht anwenden. Ja, man fühlt sich dann beschäftigt, aber irgendwie. Ja. Das ist genauso wie, wenn zum Beispiel Personen Bücher lesen, aber nichts davon umsetzen. Mhm. Na, also da sage ich auch immer, lies ein Buch, setz erstmal die Dinge um und dann lies das nächste. Also. Es ist dann wirklich eher so, wie du sagst, die Leute sind beschäftigt, fühlen sich gut, aber es geht nicht. Denken, sie machen was Gutes, weil sie nie vom Fernseher sitzen, aber eigentlich ist es auch irgendwie nichts anderes, also nicht so direkt jedenfalls. Ja. Wer, sage ich mal, als Führungskraft auch erfolgreich sein möchte, muss ja in vielerlei Hinsicht überzeugen, muss auch Vorbild sein. Und das möglichst natürlich dauerhaft. Das gelingt allerdings nur, wenn man die eigenen Kräfte und Ressourcen ja optimal einsetzt, wie du das auch schon gesagt hast, und das Führungsverhalten so gesund wie möglich ist. Wie schaffe ich das, ein gutes Vorbild auch zu sein? Mhm. Ja, also da ist es wirklich so, dass man für sich selber eine Balance schafft, ne, zwischen also Spannung und Entspannung, wie ich es einfach mal nenne. Dass man wirklich weiß, es gehört auch dazu. Und das ist auch, was viele so ein bisschen, ja, missverstehen, also dass wirklich Führungskräfte zu sich selber sagen, hey, ich kann jetzt keine Pause machen, sonst komme ich nicht voran. Dass Unternehmer, Selbstständige sagen, ich kann jetzt keine Pause machen, sonst komme ich nicht voran. Und da ist es wirklich an der Zeit sozusagen, das so ein bisschen zu reframe, das umzudrehen und sich bewusst zu machen, je mehr ich wirklich darauf achte, dass ich mir Zeit nehme für mich, dass ich mich erhole, abschalte, regeneriere, meine Energie auftanke, desto schneller komme ich in der Führungsrolle voran, desto schneller komme ich als Unternehmer voran. Und dass man auch das so ein bisschen mitgibt als Vorbild und mitlebt. Also auch da sagt, hey, macht Mittagspausen. Das kann ja wirklich im Kleinen anfangen. Man kann ja da wirklich in der Mikroebene als Führungskraft sagen, hey, macht auf jeden Fall Mittagspausen. Macht regelmäßig auch kleine Pausen. Nehmt euch einen Sonntag mindestens frei, einen Samstag frei, was auch immer. Und schaltet mal ab. Mhm. Also dass man auch das wirklich so mitgibt. Weil auch da, ich meine, im Sportbereich ist das schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. Jeder Spitzensportler weiß, dass er nur Spitzenleistungen bringen kann, wenn er auch regeneriert. Wenn er auch nach der Trainingsphase wirklich Pause macht und seine Muskulatur entspannt und dann zum Wachstum, da wirklich, ja, dass das vorhergehen kann sozusagen. Sei es jetzt ein Cristiano Ronaldo, ein, was den Fußball angeht, ein LeBron James, die sind beide jetzt, glaube ich, 38 Jahre alt. Und zählen immer noch zu den Spitzensportlern in ihrem Bereich, wo die meisten eigentlich schon 3-4 Jahre in die Rente gegangen sind, will ich es einfach mal nennen. Weil die beiden wissen, dass Regeneration, Erholung einfach zu mehr Leistung führt. Das sind auch die beiden Sportler, glaube ich, weltweit, die auch am meisten in ihren Körper investieren. Mhm. Ich habe auch mal von LeBron James gelesen, dass er wirklich im Jahr 1,5 bis 2 Millionen Euro für seinen Körper ausgibt. Also sei es jetzt irgendwelche Therapien, sei es jetzt irgendwie, überall, wo er ist, ist ein Fitnesscenter mit dabei und so weiter. Also auch Lebensmittel und so. Lebensmittel. Ja, ich kenne das auch von Schauspielern. Also auch Jennifer Aniston, die sieht ja eigentlich noch aus wie vor 30 Jahren. Aber es ist Wahnsinn, was die monatlich nur an Gesundheitsprodukten ausgibt. Also die ist da irgendwie bei 80, klar, die können sich es auch leisten, aber die ist irgendwie monatlich bei knapp 100.000 Euro nur für Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Naturcremes, Friseur und natürlich die ganzen Leute um sie herum. Ja. Aber ich meine, wenn man das Geld hat und davon lebt und das einen ja letzten Endes ernährt, dann gut, warum sollte man das dann nicht machen? Ne? Absolut, genau. Und dass man halt das auch wirklich so für sich verinnerlicht. Ne? Je mehr ich mir das erlaube, je mehr ich die Balance schaffe, je mehr ich Pause mache, bewusst und dann noch abschalte, desto mehr habe ich ja auch mentale Energie, desto mehr habe ich Konzentration, Fokus, körperliche Energie für das Unternehmen, für die Führungsposition. Und da auch wirklich sich bewusst zu machen, weil was ja oftmals dann so ein bisschen mitschwingt im Kopf, ist, ich verschwende meine Zeit, wenn ich Pause mache.
Es sind noch so viele Aufgaben übrig, ich könnte jetzt noch das erledigen, das erledigen. Ich bin unproduktiv sozusagen. Aber dass man sich da auch bewusst macht, man kann letztlich nicht produktiv sein sozusagen. Es kommt immer wieder darauf an, wohin richtest du deine Produktivkraft? Weil wenn das Ziel Erholung ist sozusagen, dann ist nichts tun, beziehungsweise abschalten, Pause machen, entspannen, auch produktiv. Dass man das sich auch dann einfach immer wieder vor Augen hält und bewusst macht. Sich diese Pausen zu nehmen und da auch was zu machen. Also mal so ein Wellness-Wochenende oder Ja, genau. Also es kann auch wirklich so spazieren, ja. mal in den Wald gehen, Ja, genau. genau, einfach da in Das die ist sowieso die Natur, beste Erholung. ja, in die Natur zu gehen und dann halt auch zu wissen, also den Moment dann zu genießen sozusagen, ne? Weil das ist ja auch, was dann oftmals so ein bisschen passiert oder mitschwingt, dass ja, Unternehmer im Urlaub sind, aber trotzdem mit den Gedanken noch beim Unternehmen oder im Urlaub sind oder trotzdem den Laptop noch mit dabei haben, ne? Also auch das oft schon vor der Zusammenarbeit mit Unternehmern berichtet bekommen. Ja, meine Frau hat gesagt, ne, ich soll den Laptop nicht mehr mitnehmen, ne, in den Urlaub. Oder ich habe vor 5, 6 Wochen mit einem Unternehmer telefoniert, mit einem Unternehmer gesprochen. Der hat zu mir gesagt, ja, ich war 2 Wochen im Urlaub, aber ich habe 40 Stunden in den 2 Wochen gearbeitet. Und das ist dann halt auch nicht das, was dazu führt, dass man wirklich Energie tankt und das Ganze nachhaltig gestaltet. Ja, es macht einen vor allen Dingen eigentlich nur noch nervöser. Wenn dann irgendwie Anfragen reinkommen, wo ich weiß, oh Gott, die kann ich jetzt aber hier gerade nie bearbeiten, weil das kann ich nur vor Ort. Und dann macht sich schon so eine innerliche Panik breit, weil man die Menschen auch heutzutage eben gewohnt sind, dass man immer liefert, ne? Also wenn jemand irgendwie im Netz was bestellt, dann muss das nächsten Tag da sein. So, da hat niemand mehr Geduld, 2, 3 Tage zu warten. Und genauso ist das eben mit den Unternehmen. Ich erlebe das halt ganz oft, dass dann Leute sagen, ja, also gerade hier so IT-Spezialisten oder so, denn wenn die sagen, ja, den erreiche ich seit 2 Tagen nie. Da bricht bei denen schon die Panik los, ne? Man sagt, ja, der meldet sich nie zurück. Also man ist halt gewohnt, dass wirklich auch innerhalb von 2, 3 Stunden eine E-Mail beantwortet wird. Und das erwarten wir natürlich dann eben auch von uns selber. Genau, das ist ja dieses, ne, höher, schneller, weiter, Digitalisierung, alles ist mit einem Fingerschnipsen sozusagen. Aber letztlich ist ja auch das, ne, dass was wirklich nachhaltig was bringt, beziehungsweise ja, da auch, ne, Fortschritte ja, mit sich bringt, das braucht auch ab und zu Zeit, ne? Ja. Also, dass man das sich auch immer wieder ja, vergegenwärtigt. Also eine neue Gewohnheit, sei es jetzt, können wir das Beispiel Sport nehmen. Wenn man zweimal ins Fitnessstudio geht, wird man nicht die gewünschten Resultate haben. Das ist wirklich ein Prozess, Ja. dass man sich das immer wieder bewusst macht. Oder auch ja, da eine Metapher, die ich auch vor vielen Jahren mal mitbekommen habe, ist der Bambus. Na, also der ist erstmal 4 Jahre, muss der gepflegt werden, gegossen werden und wirklich dafür gesorgt werden, dass unterhalb der Erde erstmal Wurzeln geschlagen werden und man sieht nichts. Also man sieht oben nichts und dann geht es aber los, dass der 80 Zentimeter pro Tag wächst. Oh. Na, dass man sich das wirklich bewusst macht, dass viele Dinge im persönlichen, in der eigenen Entwicklung, aber auch, ja, die man im Außen umsetzen möchte, auch ab und zu Zeit brauchen und dass das in Ordnung ist. Also da gilt es ja auch, dieses, es darf so sein sozusagen. Also man kann seine Kunden ja auch dahin, ja, ich sage jetzt mal, trainieren, zu sagen, Ja. du hast bis spätestens nächsten Tag eine Antwort oder so, ne? Genau, Also also das ist wirklich so, man kann auch wirklich davon die so ein bisschen erziehen sprechen, ne? Dass man ja. wirklich sagt, okay, von dann bis dann bin ich erreichbar, dann nicht mehr, ne? Dann werde ich innerhalb von 24 Stunden antworten. Und das ist auch so ein bisschen ein Prozess natürlich, ne? Die sind es vielleicht am Anfang nicht gewohnt, gerade wenn man zum Start der Selbstständigkeit vielleicht immer geantwortet hat, immer irgendwie, ne, da gleich reagiert hat, aber die gewöhnen sich dran. Ja. Weil auch da kann man ja wirklich dieses Qualitätsmerkmal, was du gerade angesprochen hast, wirklich mit heranbringen und sagen, hey, ich möchte dir nicht irgendwie zwischen Tür und Angel antworten, ne, weil ich will, dass du eine qualitativ hochwertige Antwort bekommst, die dich wirklich voranbringt. Deswegen von dann bis dann bin ich erreichbar. Oder was auch Kunden dann von mir eingeführt haben, teilweise ist wirklich so Sprechzeiten. Also dass man dann wirklich sagt, okay, von 14 bis 16 Uhr oder 9 bis 11 Uhr oder was auch immer, ne, dann gibt es Sprechzeiten und da bin ich erreichbar, telefonisch. Oder aber auch, was auch Kunden umgesetzt haben, so mit Eskalationsstufen, in Anführungsstrichen, will ich es einfach mal nennen, zu arbeiten, dass die ihren Kunden, aber auch Mitarbeitern, weil auch das ist ja im Urlaub, ne, dass die Mitarbeiter wissen, hey, wann ist eigentlich der Inhaber zu kontaktieren und wann eher nicht, dass es wirklich so eine Eskalationsstufe gibt, die heißt E-Mail, ne, also dass der Inhaber nur per E-Mail kontaktiert wird, Ja. wenn die Mitarbeiter wissen, okay, das kann bis morgen warten, jetzt als Beispiel. Dann die zweite kann
ein Kommunikationstool sein wie Slack oder WhatsApp, je nachdem, wie man sich da organisiert hat in der eigenen Firma, dass man weiß, okay, wenn man bei WhatsApp schreibt, dann muss irgendwas noch heute erledigt werden, ja, bis zum Ende des Arbeitstages. Und die dritte ist zum Beispiel anrufen. Und anrufen ist nur, wenn Thema 1, 2, 3. Und das muss eigentlich gleich erledigt werden. Dass man auch so das schon ein bisschen ja, entzerrt, will ich einfach mal nennen, und dann weiß, okay, ja, das kann man so ein bisschen einordnen. Und also ich habe es mittlerweile tatsächlich alles getrennt. Die meisten kriegen immer die Krise, wenn sie mich sehen, weil ich bin tatsächlich die mit den zwei Handys und den zwei Laptops. Und wo ich immer sage, also gerade von dir hätten wir das jetzt nie erwartet. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es halt wirklich gut, weil wenn mein Arbeitshandy ist halt am Wochenende aus. Na, oder eben auch im Urlaub. Ich lasse es dann zu Hause, aber trotzdem noch mein privates Handy, weil das ist nämlich schon immer das Manko. Du musst natürlich trotzdem irgendwo für meine Familie, sage ich mal, erreichbar sein. Und mit den Laptops ist es ähnlich. Ich habe meinen Arbeitslaptop, ist halt Arbeit, und habe halt meinen privaten, wo ich dann eben mal so ein bisschen bei Social Media oder auch so Welt der Gesundheit so ein bisschen mache. Aber das finde ich tatsächlich auch ganz gut, weil das Problem ist auch schon, wenn man sieht, ah, sie ist online, das sind ja auch so tolle neue Tricks, ne? Und dann hast du halt wirklich Leute, die schicken dir gleiche Nachricht zeitgleich über WhatsApp und Telegram. So nach dem Motto, irgendwo wird sie schon lesen. Und da finde ich tatsächlich es mittlerweile gar nicht so schlecht, einfach auch zu sagen, okay, ich habe zwei Geräte. Ja, also es ist ja, je mehr Trennung da drin ist, desto besser ist es ja auch für einen selber mental, ne? Ja. Also dann abschalten zu können und dann zu wissen, okay, das ist jetzt der Part, das ist jetzt der Part. Ja. Um nochmal auf mentale Stärke zu kommen. Mentale Stärke besteht ja aus mehreren Zutaten, hast du ja auch schon gesagt. Aber wie kann ich jetzt eigentlich so diese mentale Stärke erreichen? Also was ist so der Knackpunkt? Ich sag mal, wenn ich jetzt den ganzen Tag vorm Spiegel stehe und mir sage, ich kann das, heißt das natürlich nicht unbedingt, dass das in der Umsetzung funktioniert. Hast du da vielleicht noch so Übungen oder Tipps? Na, was ganz, ganz wichtig ist, ist auch so das eigene Selbstvertrauen da zu stärken. Und was eigentlich einer der schnellsten umsetzbaren Tools und Tipps sind, um das wirklich zu stärken, ist, sich immer wieder Dinge vorzunehmen oder auch anderen zuzusagen und die auch umzusetzen. Also da auch wirklich mit sich selber ganz ehrlich zu sein und zu sagen, hey, wenn mich jemand irgendwas fragt und ich will das nicht machen, dann auch zu sagen, hey, das passt gerade nicht, ist nichts gegen dich persönlich, aber ich will gerade das und das für mich selber machen, als Beispiel. Und dass man immer wieder das, was man sich vornimmt, auch tut. Na, auch wenn man vielleicht mal keine Lust drauf hat. Weil dann passiert das, dass der Verstand, auch das Unterbewusstsein merkt, hey, ich kann mir selbst vertrauen. Also das, was ich machen will, das mache ich auch. Deswegen sage ich auch immer, wirklich sich auch Dinge nur vorzunehmen und gar nicht den Tag mit 20, 30 To-Dos irgendwie vollzupacken, die man auch wirklich machen wird, wo man wirklich weiß, okay, ja, das werde ich umsetzen. Und das ist ein großes, großes Tool, was auch viele wirklich sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer auch als Nummer eins, ja, Hinweis oder Tipp sagen, dass es wirklich dafür sorgt, dass ich mental stärker werde, weil ich mir selbst mehr vertraue und ich auch dann selber weiß, wenn ich mir irgendwas vornehme, dann werde ich es machen, egal in welchem Bereich. Also weil letztlich ist ja auch das ein Punkt, der dann mit einhergeht, wenn du immer wieder das machst und aber auch regelmäßig sich wirklich bewusst, also das ist so ein zweiter Tipp, sich wirklich bewusst immer wieder aus der eigenen Komfortzone heraus zu begeben. Weil letztlich, unser Verstand will uns ab und zu so ein bisschen schützen, aus unserer Komfortzone rauszugehen, weil für ihn ist das Gefahr. Also für ihn ist das so, ja, unerforschtes Terrain, will ich es einfach mal nennen. Man weiß nicht, was einem da so ein bisschen begegnet. Und deswegen, also unser Verstand tut eigentlich alles, um uns zu schützen, um uns wirklich am Überleben sozusagen zu halten, weil das ist auch die Hauptaufgabe des Verstandes, unser Überleben zu sichern, wenn man es auf die tiefsten Ebenen herunterbricht. Und das aber wirklich trotzdem bewusst zu tun. Also man kann das auf täglicher Basis machen oder man sagt, hey, dreimal in der Woche will ich irgendwas machen, um mich aus meiner Komfortzone herauszubegeben. Also irgendwas, wo ich sage, ja, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll oder wenn mir jemand das vorschlägt, dass man dann sagt, hey, da bin ich raus, nie im Leben, das ist nichts für mich. Dann aber trotzdem bewusst da reinzugehen. Weil auch dann wird etwas passieren. Der Verstand sagt vielleicht am Anfang, naja, mach's nicht. Wenn man es dann trotzdem macht, merkt er, außerhalb der Komfortzone passiert nichts. Es ist nichts Schlimmes. Und auch das, wenn man das regelmäßig macht, wird die Größe die Komfortzone und nimmt auch andere Bereiche sozusagen mit und stärkt einen da auch mental. Und ich zum Beispiel habe auch vor vielen Jahren Höhenangst gehabt und habe wirklich dann bewusst gesagt, ich mache einen Fallschirmsprung. Ich habe dann 2018 meinen ersten Fallschirmsprung gemacht und
habe dann danach gemerkt, hey, das war atemberaubend, ne, das überhaupt mal zu machen, und habe dann richtig wirklich gemerkt, wie das weniger geworden ist. Ne, diese Angst vor dieser Höhe. Mittlerweile habe ich auch schon meinen zweiten gemacht und merke, das ist einfach fast nicht mehr da. Ne, und auch das immer wieder wirklich bewusst zu machen. Also, wobei jetzt aus dem Flugzeug springen ist ja jetzt nie so schwer. Ja, aber wenn einem die Höhe so ein bisschen gefährlich vorkommt. Also ich habe Platzangst, ich weiß nicht, das ist natürlich dann schwierig, wenn du mich in einem Fahrstuhl steckst. Ja. Wird's eng. Ja, aber auch da, ne, wenn man das vielleicht also mental so ein bisschen vorbereitet, ne, und da ein bisschen sich bewusst macht, hey, kann nichts passieren, und dann ein bisschen so durchgeht. Auch ja, also in der Psychologie spricht man ja auch da, wenn es zum Beispiel aus der Komfortzone rausgehen, aber auch Angst vor Ablehnung so ein bisschen ablegen, von Wandeln durch Handeln. Ne, also, dass man, trotz dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt, es trotzdem macht, durch die Angst geht sozusagen, um dann zu merken, hey, die war gar nicht so sehr berechtigt, wie ich vielleicht dachte. Mhm. Und auch da, das Thema Ablehnung beispielsweise, der Verstand braucht da so eine gewisse Referenzerfahrung, ne, dass Ablehnung nichts Schlimmes ist. Und dann wird es immer weniger herausfordernd, sich da in Situationen zu begeben. Mhm. Also Ablehnung ist ja eh so ein Thema, was auch groß irgendwie in der Gesellschaft ist. Ne, man will... Ja, man will Anerkennung. Genau, man will Anerkennung, man will Harmonie, man will keinen irgendwie vom Kopf stoßen. Mm. Ja, und das kommt auch ja aus der Steinzeit. Ne? Also Ablehnung war in der Steinzeit einfach gleichbedeutend mit aus der Gruppe ausgeschlossen und mit Tod. Ja, also man konnte nicht allein überleben. Und deswegen ist Ablehnung vermeiden in vielen Menschen verankert als Überlebenssystem. Ja, also das sichert mein Überleben. Mhm. Und dass das aber heutzutage ja nicht mehr der Fall ist, ich denke, da sind wir uns einig, also dass wir, wenn wir abgelehnt werden, sterben. Na, und das dürfen wir unserem Unterbewusstsein, unserem Verstand noch immer mehr klar machen, dass Ablehnung nichts Schlimmes ist. Also na, Ablehnung kann man ja eh im Leben nicht vermeiden letztlich, weil es wird immer Menschen geben, die einen ablehnen, egal was man macht. Na, ob man Tennis spielt, ob man viel Geld verdient, wenig Geld verdient, ob man sich gesund ernährt, schlecht ernährt, was auch immer. Na, es wird immer beide Seiten geben. Immer Menschen, die sagen, ja, finde ich gut. Und es wird Menschen geben, ja, das ist irgendwie nichts für mich, finde ich nicht gut. Warum machst du das? Was auch immer. Und auch, was viele Menschen ja versuchen, Ablehnung zu vermeiden, indem sie zum Beispiel irgendwelche Dinge nicht tun, die anderen vom Kopf stoßen können. Das wollte ich gerade sagen, ja, das ist eigentlich noch viel schlimmer. Genau, oder was auch immer. Auch da kann man die Ablehnung nicht vermeiden. Was passiert letztlich, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, ne, du solltest irgendwas ja, tun, was dich voranbringt, aber machst es nicht, um jemanden nicht vom Kopf zu stoßen, und machst das immer wieder nicht. Dann wirst du dir irgendwann selber sagen, warum mache ich das denn nicht? Ich weiß schon längst, dass mich das noch mehr voranbringt, dass ich da, keine Ahnung, können ja auch andere bei hier sein, dass ich dadurch gesünder werde oder was auch immer. Dann lehnt man sich so ein bisschen selber ab. Ja, aber woher kommt das? Also ich meine, hat das nicht trotzdem auch irgendwie was mit Empathie zu tun? Also mir fällt es auch unglaublich schwer, Menschen Nein zu sagen. Aber es ist einfach so, also jetzt nicht im Sinne von Nein, Nein, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann das jetzt nicht machen. Mhm. Aber einfach so... Ja, ich habe dann auch immer das Gefühl, den Menschen vor den Kopf zu stoßen, obwohl es ja eigentlich auch irgendwie Quatsch ist. Aber man will ja auch niemanden verletzen. Also das ist so, also mir tut das immer so leid. Warum ist das so? Also wie kommt man da zum Beispiel raus? Genau, das ist ja auch dann, ne, dass man unterbewusst, also es kann oftmals auch gar nicht so bewusst einem klar sein, aber das Unterbewusstsein auch da mitschwingt, okay, wenn ich dem jetzt Nein sage, was ist, wenn der das nicht gut findet, blöd reagiert, wenn der... keine Ahnung, mich dann doof findet. Ja, genau. Ne? Also was ist dann? Ja. Also dass man das nicht sozusagen riskieren will, das auch noch unbewusst mitschwingt. Mhm. Aber was da ganz, ganz wichtig ist, ist für sich wirklich zu verinnerlichen. Und das ist auch letztlich ein Prozess. Ne? Also das ist auch so ein bisschen dieses Wandel durch Handeln, dass man das immer mehr macht, auch wenn man vielleicht so wieder dieses Gefühl hat. Ich kann das jetzt nicht sagen. Dass man sich da bewusst macht, dass es kein Nein zu der Person an sich. Also man hat ja nichts gegen die Person. Man hat ja nicht irgendwie persönlich da ja etwas gegen diese... ja, Person, mit der man da gerade spricht, sondern dass man sich bewusst macht, das ist ein Ja zu sich selber. Also es ist ein Ja zu den eigenen Zielen, das, was man umsetzen möchte, Träume, Visionen vielleicht auch teilweise. Und dass man auch da guckt, wie formuliert man das? Also es ist auch letztlich da eine Kommunikationssache, dass man da auch sagt, hey, an sich gerne, du weißt, ich will immer mal also dich unterstützen und so weiter, aber jetzt passt es gerade nicht. Also jetzt habe ich das und das umzusetzen, nächstes Mal bin ich gern wieder dabei. Und was man auch verinnerlichen darf, was auch vielleicht so ein mentaler Change ist, der das leichter macht, ist, dass man auch damit, indem man mal Nein sagt,
Leute unterstützt und die befähigt. Weil letztlich gibt es auch Personen, ne, die machen das auch gar nicht absichtlich, aber die fragen einen immer wieder nach bestimmten Dingen, ob sie da Unterstützung bekommen können, weil sie auch in der Vergangenheit gelernt haben, hey, das funktioniert, ne, ich muss das nicht selber lernen oder ich muss das nicht selber ganz alleine machen, ja. Und dann gar nicht versuchen, Dinge noch effizienter zu machen oder selber hinzubekommen. Ne, es gibt ja auch diesen Spruch, der ist da ganz zutreffend, zeige nicht jemanden oder angel nicht für jemanden, sondern zeige jemanden, wie er angelt. Ne, und so gibt man den Menschen, wenn man mal Nein sagt, und man weiß ja selber, das ist nicht böse gemeint, auch die Gelegenheit selber, da Wege zu finden. Ne, auch die Gelegenheit selber, da zu wachsen, was das angeht. Ne, also können jetzt auch da mal ein fiktives Beispiel nehmen. Keine Ahnung, hat man irgendeinen Mit-40er oder eine Mit-40er weibliche Person und die sagt irgendwie so, Technik ist nicht meins. Ne, und deswegen frage ich immer meinen Enkel, oder ne, Enkel ist das falsche Beispiel, dafür ist jetzt jung wahrscheinlich, aber frage ich einfach etwas Jüngeren, ne, und versuch's gar nicht selber. Ne, wenn man da einfach Nein sagt, dann muss die Person selber erstmal aufarbeiten und dann kriegt sie es aber hin. Ne? Also auch da befähigt man dann ja Menschen eher, als dass man sie vom Kopf stößt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass einige das auch gar nicht so mitkriegen. Also es gibt auch so tatsächlich Freunde, wenn die fragen, auch können wir das machen, dann weiß ich eigentlich schon ganz genau, das heißt, eigentlich kannst du das machen. Mhm. Ja. Ich glaube nicht, dass sie es absichtlich machen, aber das ist einfach so, ne, die haben auch keine Zeit und dann wälzen sie es einfach auf andere ab. Schwierig, da muss man dann tatsächlich auch aufpassen, dass man dann nicht so eine Energieräuber hat. Mhm. Und dann einfach auch mal sagen, nee, du, ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Zeit und ich weiß genau, wenn du sagst wir, dann heißt das eigentlich ich. Mhm. Ja, schwierig. Genau, aber da geht es einfach dann wirklich so, wenn das nochmal wieder vorkommt, sich das so ein bisschen vorzunehmen selber, sich bewusst zu machen, hey, es ist ja nichts gegen ihn und ich mache das jetzt einfach. Und dann merkt man auch, dass derjenige dann wahrscheinlich sagt, okay, dann ne, ist gut, dann suche ich nach einem anderen Weg. Also auch da macht der Verstand ja oftmals so ein bisschen das Worst-Case-Szenario schlimmer, als es dann meistens ist. Ne, auch das kennt man ja vielleicht aus anderen Bereichen, dass die Gedanken irgendwie viel, viel schlimmer sind als dann die Realität. Das ist gut, dass du das ansprichst, denn laut einer aktuellen Studie haben wir am Tag rund 6.000 Gedanken. Also 22 Millionen Gedanken im Jahr. Davon sind 80% negativ. Mhm. Schon krass. Trotzdem wird die Macht der Gedanken unterschätzt. Also warum ist das so und wie schaffe ich es, meine Gedanken zu kontrollieren und dazu zu bringen, dass vielleicht statt 80% wenigstens nur 60% oder 50% negativ sind? Ja, also ich denke, warum das unterschätzt wird, ist, dass man da die Resultate nicht gleich sieht. Ne? Also dass man da nicht wirklich gleich Auswirkungen sieht, wenn man vielleicht mal negative Gedanken hat, dass man da nicht gleich Auswirkungen sieht, wenn man sich Dinge vielleicht vornimmt und nicht umsetzt. Aber dass man sich da auch bewusst macht, dass die Gedanken auch den Körper extrem beeinflussen können. Also unsere Gedanken, ob wir nun positive Gedanken denken, unterstützen unseren Körper in der Heilung und so weiter. Negative Gedanken verursachen Stress, sorgen für eine Stressreaktion im Körper, auch wenn man zu viel Ängste hat oder auch sich irgendwelche Worst-Case-Szenarien ausmalt. Ist das für den Körper wirklich so, als würde es gerade passieren? Also unser Verstand. Ist übrigens auch so, wenn wir Filme gucken. Ja. Genau. Krass. Exakt, ja. Das finde ich echt heftig. Ja, also dass man sich wirklich da bewusst macht, unser Verstand kann nicht unterscheiden, ob wir uns was nur vorstellen oder ob es wirklich passiert. Und wenn wir uns wirklich ausdenken oder Filme schauen, wo irgendwas Schlimmes passiert, dann ist das eine Stressreaktion. Erleben wir das. Das ist eine Stressreaktion für den Körper und das wirkt sich dann aus. Und ich denke aber, wie gesagt, dass da nicht die sofortige Auswirkung da ist, das sorgt dafür, dass es oftmals noch unterschätzt wird. Mhm. Und was man aber tun kann, oder beziehungsweise ist ja auch, denke ich, erstmal interessant zu wissen, woher kommt das eigentlich, dass wir hauptsächlich negative Gedanken haben. Na, also auch das ist auch wieder wirklich Steinzeit, wo da wirklich immer wieder nach dem Aufwachen geschaut werden musste, weil auch das kennen wahrscheinlich viele. Wenn man morgens aufwacht, hat man erstmal so negative Aspekte und schaut oder denkt an was Negatives oder was gerade nicht so gut ist. Na, und da wurde auch geschaut, okay, sind wir in Sicherheit? Ist alles noch da, ist die Familie noch da und so weiter. Also man musste erstmal wirklich, um das Überleben zu sichern, schauen, ist gerade Gefahr da. Man musste schauen, ist gerade irgendwas schlecht. Mhm. Aber auch das ist ja heutzutage nicht mehr so. Und da kann man halt wirklich schauen, dass man sich selber immer wieder den Zeitraum nimmt oder Zeitpunkte nimmt, wo man einfach mal schaut, was läuft gerade eigentlich alles gut. Also man kann auch da sich selber immer wieder ausrichten. Also
In der Kampfkunst zum Beispiel, in der asiatischen, ne, wird auch gesagt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also das, was du fokussierst, das verstärkst du im Leben. Und ich denke, das kennt auch jeder, wenn man sich ein neues Auto kauft, sieht man plötzlich überall die Autos, ne, die waren vorher Plötzlich hat es da. jeder. Genau, plötzlich hat das jeder. Oder bei mir persönlich, ne, ich erwarte mit meiner Partnerin demnächst ein kleines Baby. Ich sehe gerade überall in jeder Stadt Und Kinder, schwangere Frauen. Babys, schwangere Frauen. Ne, also das ist auch da, aber geschuldet, weil ich einfach meinen Fokus gerade darauf habe. Und genauso kann man es mit positiven Dingen machen. Also ich zum Beispiel hatte auch früher an meiner Decke einen Zettel stehen, wo was Positives stand über dem Bett. Na, also ich bin dann wirklich aufgewacht, habe das gleich gesehen und habe dann an das Positive gedacht. Und genauso kann man das auch für sich selber umsetzen. Also man kann sich wirklich auch zum Beispiel ins Handy zwei Timer setzen am Tag. Na, wofür kann ich gerade dankbar sein? Was bereitet mir Freude und kann ich jetzt heute noch machen oder was auch immer? Also, dass man da wirklich so den Fokus hinrichtet, was ist gerade alles positiv oder wofür kann ich, wie gesagt, auch dankbar sein? Also, Dankbarkeit ist eh ein sehr, sehr großes Tool, was noch, denke ich, zu wenig genutzt wird von vielen. Und dass man wirklich auch schaut, hey, was ist eigentlich gerade da? Auch gerade das, was du ja vorhin angesprochen hattest, wir wollen immer höher, schneller, weiter und immer mehr erreichen, aber besinnen uns gar nicht mehr drauf, was haben wir eigentlich alles schon? Also wofür können wir dankbar sein? Und wenn wir das noch mehr in unseren Alltag reinbringen, ist das auch ein riesen, riesen Tool, was für positive Gedanken sorgt, was für positive Energie sorgt und da wirklich das Ganze stärkt. Ne? Und wenn man das noch intensivieren will, also auch da vielleicht als kleines Tool, was man auch jeden Tag praktizieren kann, ist aufzuschreiben, wofür bin ich dankbar und warum. Ne? Weil dieses Warum macht das auch noch ein bisschen emotionaler und verinnerlicht das noch ein bisschen mehr. Also ich finde schon, dass sich das tatsächlich auch relativ schnell auf den Körper auswirkt. Also wenn ich jetzt so überlege, wenn man was hat, worauf man sich zum Beispiel am nächsten Tag freut. Also ich weiß, ich habe früh einen Termin, oh, da warte ich schon seit Wochen drauf. Dann wird man komischerweise auch immer schon vorm Wecker klingeln munter. Und dann ist man auch schon gleich frisch und dann springt man gleich aus dem Bett und dann ist man frohen Mutes. Im Gegensatz dazu, wenn man eben genau weiß, oh, ich habe morgen früh einen Termin. Oder muss zur Arbeit und hab darauf gar keine Lust. Dann wird man tatsächlich, wenn überhaupt, erst mit dem Wecker klingeln munter und dann fühlt man sich auch wie erschlagen. Also das ist dann auch tatsächlich der Moment, wo man schwer aus dem Bett kommt und wo man früh auch nicht zu Potte kommt. Also wo man das Gefühl hat, die Zeit rennt und man steht immer noch im Schlafanzug im Pyjama irgendwie im Flur und weiß gar nicht, was einem Irgendwas. geschieht. Also es ist schon witzig, wie der Körper eigentlich schon auch darauf reagiert, wenn man dann eben früh aufwacht. Ja, aber ich denke, was noch unterschätzt wird, ist, dass viele diese Verbindungen noch nicht wirklich bewusst wahrnehmen. Naja, genau, das ist eben der Punkt, ne? Ja. Dass man das eben dann auch merkt. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Kommen wir vielleicht auch noch mal zu dem Thema Fehler. Also wir alle machen Fehler, es ist menschlich. Aber wir unterscheiden uns tatsächlich darin, wie wir mit Fehlern umgehen. Und viele können sich Fehler selber, sage ich mal, schwer verzeihen oder werden dadurch eben dann auch, ich sag mal, so ein bisschen auch ja, verbissen. Wie kann man das vermeiden? Wie kann man lernen, mit Fehlern besser umzugehen oder auch mit Kritik besser umzugehen? Und gerade auch deshalb, weil man ja gemerkt hat, dass Menschen, die mit Fehlern schwer umgehen können oder sich auch selber schwer verzeihen können, ja auch eher zu Burnout und Depressionen neigen, als Menschen, die, sage ich mal, so einen Fehler eher als Aufgabe sehen, als Kritik, sage ich mal. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, wirklich zu verinnerlichen, dass Fehler nichts Schlechtes sind. Also, dass Fehler immer wieder Erkenntnisgewinne ermöglichen und dadurch Wachstum. Also, wenn jemand keine Fehler macht, dann zeigt das auch oftmals, dass er gar nicht richtig probiert. Also, dass man das wirklich verinnerlicht und dass sozusagen Fehler, weil das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hattest, mit denen zu mehr Depressionen und zu mehr Burnout führt, dass diese Personen das zu sich nehmen. Also, dass sie sagen, hey, wenn ich einen Fehler gemacht habe, bin ich schlecht. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, kriege ich es nicht hin. Dass man das trennt, dass man wirklich sich bewusst macht, ja, du darfst Fehler machen. Es ist nur wichtig, dass du daraus lernst. Also, wenn jemand jetzt als Angestellter dreimal, viermal denselben Fehler macht, obwohl der Vorgesetzte das dreimal erklärt hat, dann kann man da auch schauen, okay, ist das vielleicht auch ne, Absicht oder wie auch immer, aber dass man wirklich das von sich wegnimmt. Fehler sind nicht Schlechtes. Du darfst halt wieder immer, auch da kommt das wieder zum Tragen, das Ganze reflektieren. Also, wie ist der Fehler zustande gekommen? Was hat dir vielleicht gefehlt an Informationen? Was hat dir gefehlt an Fähigkeiten? Wenn dir was gefehlt hat an Fähigkeiten, auch nicht schlimm, das wirklich auch als Status quo einfach nehmen.
Was brauchst du dazu, dass du diese Fähigkeit dir aneignest? Was brauchst du dazu, dass du darin wächst? Na, also auch da wirklich sich das zu entkoppeln, dass das irgendwas über dich aussagt. Das ist genauso wie wenn zum Beispiel Unternehmer ihre Ziele nicht erreichen und dann auch denken, sie sind gescheitert. Dann auch denken, hey, ich brauche mir eigentlich gar keine Ziele mehr setzen, weil ich erreiche das die letzten 3 Jahre schon nicht mehr und das demotiviert mich. Mhm. Ja, und dass sie das wirklich auch eher als Feedback sehen und sich dann auch bewusst machen, je mehr Fehler du machst, desto schneller kommst du voran und je höher Ziele du dir setzt, desto höher wirst du auch herauskommen bei dem, was du erreichst. Na, also auch das wirklich zu entkoppeln. Ich setze mir jedes Jahr Ziele, die ich jedes Jahr fast nicht erreiche. Aber ich mache das bewusst, weil ich weiß, dass höhere Ziele und auch mehr Fehler sozusagen, das kann man auch mit connecten, meinen Geist, meinen Verstand in ganz andere Richtungen bringen. Mhm. Na, wenn ich mir sage, hey, ich will jetzt das Doppelte erreichen oder doppelt so schnell an irgendein Ziel kommen, jetzt als Beispiel, und mache da vielleicht 2, 3 Fehler dabei, kann ich mich aber trotzdem fragen, okay, wenn ich das erreichen will, was brauche ich denn noch dazu? Also, was darf ich da noch mir aneignen? Wo brauche ich da noch Unterstützung und so weiter? Und das sorgt dann auch dafür, dass man viel schneller vorankommt. Und da haben wir auch wieder das Beispiel mit diesem retikularen Aktivierungssystem im Gehirn. Na, also, was da wirklich dafür sorgt, worauf fokussieren wir uns? Was filtern wir? Dass du plötzlich viel mehr Menschen, Chancen, Gelegenheiten siehst, die in deine Ziele einzahlen. Mhm. Na, und die dir auch bei deinen Fehlern, um bei dem Beispiel zu bleiben, helfen können, die dich dabei unterstützen, die vielleicht da schon sind, wo du hin möchtest. Na, also auch da, jetzt gerade wenn es um Angestellte zum Beispiel geht, macht Fehler, aber lernt raus und schaut, wenn ihr die vielleicht 2-mal macht und ihr wisst nicht, wie ihr es ändern könnt, wer in der Firma hat das schon gemeistert? Mhm. Wen könnt ihr da konsultieren? Wen könnt ihr da wirklich fragen? Und wo könnt ihr euch da Tipps holen? Also auch das nicht als Schwäche zu sehen, das ist ja noch ein weiterer Punkt, sondern eher als Stärke. Mhm. Wirklich als Stärke, ich bin bereit, Unterstützung anzunehmen, ich bin bereit, Fehler zuzugeben und anzuerkennen und dadurch zu wachsen. Also das wirklich für sich. Ja, und es auch nicht als Schwäche anzusehen, andere um Hilfe zu bitten. Absolut, ja, definitiv. Also das ist ja auch heutzutage, mittlerweile sehe ich, lockert sich das ein bisschen. Das finde ich also eine gute Entwicklung. Aber früher war es ja, hey, ich muss alles alleine machen. Mhm. Ne? Ich muss alles alleine schaffen, weil sonst nur ist es was wert. Ne? Wenn ich mir Unterstützung geholt habe, ist es nichts. Ne? Also, dass man sich auch da bewusst macht, dass es was Gutes ist, dass über das eigene Ego zu springen, um einfach noch schneller voranzukommen, um noch mehr Mehrwert stiften zu können. Ne? Also auch da, bei anderen Bereichen im Leben machen wir das tagtäglich. Mhm. Also wir versuchen auch nicht selber herauszufinden, wie ich mir die Zähne irgendwie richte oder behandle oder mein Auto selber zu reparieren oder was auch immer. Na, da gehen wir auch zu Experten, wo wir wissen, hey, die haben das schon 1000-mal gemacht und die können mich da entlasten, das für mich machen oder unterstützen, mich wirklich anleiten, wie kriege ich das schneller hin oder wenn ich es alleine machen will, wenn es das Auto angeht oder so. Oder auch im Sportbereich. Ne? Auch da, jeder Spitzensportler hat noch einen Coach. Ne? Die wissen auch, wie es geht, aber die wissen, dass es trotzdem immer wieder der Blick von außen extrem wichtig ist und dafür sorgt, dass man blinde Flecken schneller erkennt und dass man schneller vorankommt. Ach, ich finde das auf Arbeit eigentlich auch schön. Also bei uns ist es auch so. Wir helfen uns extrem viel gegenseitig, weil wir viel halt Verwaltung haben. Also muss man halt einfach auch viel fragen. Da ändert sich ja auch ständig alles. Mhm. Und ich finde das eigentlich immer so ein Kompliment, wenn man einfach auch gefragt wird. Also weil man weiß, okay, derjenige hält mich für kompetent genug zu fragen. Mhm. Und vor allen Dingen, wir haben auch ein gutes Verhältnis zueinander. Es ist natürlich klar, dass du erst die Kollegen fragst, mit denen du dich auch gut verstehst. Ja. Und ich finde gerade, dadurch hast du einfach auch dieses Zwischenmenschliche. Ne? Weil sonst, sag ich mal, hat man eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Mhm. Aber so geht man dann doch mal zu dem anderen ins Büro und trinkt vielleicht mal noch einen Kaffee oder telefoniert halt doch öfter mal und fragt dann mal, Mensch, wie geht's dir? Oder bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja. Also ich finde, dass einfach dadurch auch wieder diese zwischenmenschlichen Sachen auch viel mehr gestärkt werden. Absolut, ja. Also da geht es halt wirklich eine positive Fehlerkultur im Unternehmen zu implementieren, ne? Und dann wirklich jedem bewusst zu machen, hey, du darfst ja Fehler machen, ne? Das gehört einfach dazu. Niemand ist perfekt und sollte auch nicht denken, dass es ist oder sein muss. Mhm. Ne? Also auch da ist es wirklich einfach nur wichtig, dass du dein Bestmögliches gibst, ne? Dass du selber wachsen willst und dann bei Fehlern einfach daraus lernst und ja auch dich an andere wendest gern. Genau. Super, ich danke dir, Chris. Das war's schon wieder. Wir sind gut unterwegs, ja. lange geredet, aber es war sehr, sehr interessant. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute für dein Unternehmen und ja, bis bald. Ich danke dir, danke, dass ich da sein durfte und bis bald. Ciao. Ciao.
Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Wenn du kein Video mehr von uns verpassen möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal und aktiviere die kleine Glocke. Wenn du uns auch mit einem Energieausgleich unterstützen möchtest, dann findest du alle Daten unten in der Videobeschreibung sowie auch alle Links zu unseren Webseiten und Social-Media-Kanälen. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.